Man kann es kaum erwarten, denn es geht in den Schnee. PPUV springt schon mal schnell in den E63S. Man kann es kaum erwarten, denn wir fahren in den Schnee. Kaum erwarten. Ja. Genau, ich habe ja das einzig vernünftige Winterauto. Das hast du definitiv. Viermatik. Allerdings musst du gleich mal gucken. Ja, da hatte ich auch gerade ein bisschen Sorge. Mit dem GTR bin ich... Der GTR ist die letzten drei Tage nicht runter in die Cave gekommen, weil der einfach nicht wieder hochkommen würde. Stimmt, den müsste ich eigentlich mal schreiben. Das ist ein guter Punkt. Also der E63 ist da hochgefahren, als wäre das eine warme Straße. Aber gut, da werden Luis und ich andere Probleme haben. Luisa, bist du ready to go? Ich bin ready to go. Sehr schön, dann ab in Schnee. Definitiv nochmal ein großes Stück angenehmer jetzt am Tag zu filmen, weil man einfach nicht das Problem im Licht hat. Wir sind jetzt auf dem Weg erstmal Richtung Silvensteinspeicher. Kennen wahrscheinlich viele von euch, wunderschön. Ist zwar eine etwas längere Fahrt dahin, aber wird sich hoffentlich rentieren. Soweit ich weiß, sind da alle Straßen geräumt, was natürlich nicht perfekt ist. Aber vom Silvensteinspeicher können wir weiterfahren zu einer Straße, die wir ganz gut kennen, wo wir auch letztes Jahr waren, aber diesmal schön abgesperrt. Da kann man ein bisschen machen, was man möchte. Und das sollte ganz cool werden vom E63, glaube ich. Weil der einfach auf jeden Parkplatz kam. Der hat Grip ohne Ende, der kann machen, was er will. Ja, zwei AMGs, ein BMW. Klingt doch vernünftig. Let's have some fun. Herzlich willkommen im Winter Wonderland, meine Lieben. Ich liebe es immer, hier hinten lang zu fahren, denn es sieht auf einmal einfach alles schön aus. Gleich geht es in den Schnee. Der E63 sieht im Hintergrund mega aus. So, jetzt sind wir gleich an einem der schönsten Orten in Bayern, muss man einfach sagen. Der Silvensteinspeicher für alle, die mal nach Bayern fahren oder vielleicht hier wohnen und noch nie hier waren. Es ist einfach ein absoluter Traum. Es lohnt sich wirklich hier hinzufahren, weil es einfach schön ist. Man kann wirklich die Aussicht hier mal ein bisschen genießen und ein bisschen runterkommen. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Und jetzt haben wir es auch nicht mehr allzu weit bis zu unserer Straße. Und ich hoffe, dass die nicht geräumt ist, um ehrlich zu sein, weil hier ist alles ziemlich perfekt geräumt. Ist trotzdem natürlich schön, aber ist nicht das, was wir jetzt gerade wollen. So, wir sind da. Okay, erstes Stück der Straße ist leider geräumt. Das überrascht mich gerade wirklich sehr. Warum? Aber meistens ist nur der Anfang geräumt und dann wird es schön schneeig. Das heißt, das ist gerade meine leichte Hoffnung. Als ob die hier alles durchgeräumt haben. Nie im Leben. Also, ich hoffe nicht. Weil das wäre jetzt sehr traurig. Sage ich euch, wie es ist. Jetzt sind wir lange gefahren. Und wir hätten jetzt schon Lust auf ein bisschen Schnee. Wir gucken mal. Es schneit auf jeden Fall jetzt gerade. Aber nicht genug. Das Beste, was bis jetzt da war, war ein bisschen Matsch. Und das war's auch. Das ist jetzt gerade nicht so befriedigend. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Och, nö. Seit wann räumen die hier? Vor allem, es sind nur so Stellen, wo so Matsche-Pampelschnee ist. Das heißt, du hast eine rutschige Stelle und dann ist wieder alles gut. Das ist wirklich für den Arsch. Oh, wir müssen auf Luis warten anscheinend. Kommt er? Okay, PPUV kommt, das ist schon mal gut. Ja, Luis kommt auf. Es ist nur Matschepampe, was soll das? Ich habe die Hoffnung, dass es gleich jetzt hier ein bisschen besser wird. Ja, okay, es sieht schon mal pretty viel besser aus. Aber gut ist das nicht.
Wir sind an der ersten Location. Was sagen wir bis jetzt? Enttäuschend. Ja, leider. Also wirklich enttäuschend. Schaut euch das mal an. Es hat gestern Nacht so unfassbar viel geschneit, ne? Und da stand vorhin nicht geholfen. Da geht Scheiß drauf. Ja, er muss Driftmode mit Allrad. Auf dem Untergrund ist das... kaputt. Ich lasse nicht. Das ist einfach nur noch... Leistung. Das ist einfach Leistung und Kies. Ja gut, jetzt haben wir auf jeden Fall gar keinen Schnee mehr. Danke dafür, ich komme eh nicht runter. Ja gut, das war alles reingehauen hier, oder was? Ja, nee, das geht. Ey, Frechheit. Ja, ein bisschen. Ja, du putzt es doch wieder. Aber das ist semi-optimal. Also das einzige Auto, was hier vernünftig Donuts machen kann, ist wenn überhaupt das, weil du einfach Leistung hast. Geht ja. Sehen, geht ja. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach noch mal ein Stück geradeaus und hoffen. Wird schwer. Ja, das wird echt schwer. Habe ich so nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Aber gut, weiter geht's. Traktionas, komplett aus. So und off. Ehrlich vergessen, wie eng diese Straße ist. Also das ist Louis BMW nimmt den Hälfte. Warum wollte er so langsam? Ah, okay, keine Ahnung, was er vorhatte. Man kann ihn hier und da schon ein bisschen. Was hat Louis? Irgendwas hat Louis. Der rollt mit 6 km/h. Vergessen. Luis, sehr schön. Wow. Er muss einfach Gas, 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 dann geht das. Leistung, Leistung, Leistung. Ja. Das ist halt der Vorteil jetzt im GTR, ne? Dass wenn der Schnee weg ist, worst case, einfach treten. Geht das? Das sieht doch besser aus hier. Nur sehr schmal. Gar kein Grip. Oh, ich steig mal aus, filme die anderen, weil ich komme hier nirgends hin. Ah, das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Ist echt schmal. Also, wie bitte? Ja, hat er. Hat er. Er hat nur keine Leistung. Vorhin war das Problem, das Auto hatte keine Leistung mehr. Deswegen. Ich muss sagen, GTR geht in manchen Kurven besser als geplant, weil Vorteil ist, sobald er nicht mehr rutschig ist, hat er Leistung. Und dann dreht er weiter. Das ist der Vorteil. Leistung habe ich die ganze Zeit. Ja, also, es, wie das Ding aber durch den Schnee marschiert, ist schon krass, ne? Ja, also wir sehen, wie ich die Rampen. Ja eben, es interessiert das Auto halt wirklich null. Ja, ist echt geil. Es ist so unfair, was dieser Typ an Traktion hat. Ja.
Also ich muss sagen, im GTR geht's, weil sobald ich einfach keinen Grip mehr habe, gebe ich einfach Gas. Dann rutscht er weiter. Oh, das sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Das Licht ist, ist mal angenehm, dass es nicht dunkel ist. Ich habe ihm gesagt, er soll mal da hinten parken, dass er schön allein... Oh ja, das sieht, guck mal, E63, mashallah. Und E36. Wird natürlich immer das Beste draus gemacht, auch wenn die Situation nicht ganz so geil ist. Ne? Das stimmt natürlich. Ja. BMW läuft wieder? BMW läuft wieder einigermaßen. Er hat sich kurz verschluckt wieder, aber jetzt gerade geht's. Hoffen wir mal, dass es weiter bleibt. Ja, so sehen die gut aus. Wie es schon die letzten Tage war, wir fahren zu einer weiteren Location, denn hier kommen wir nicht gerade viel weiter. Aber man muss wirklich sagen, jeder, der im Markt ist und einen Supersportwagen sucht, wir sagen es jedes Mal, aber GTR. Einfach GTR. Preis-Leistung, bestes. Bestes, was man kriegen kann. So. Sehr schön. Let's go, meine Lieben. Da kann man auch, glaube ich, ganz gut erkennen, wie eng das ist. Weil das ist echt krass. Echt, echt, echt krass. Dankeschön. So. Ach, Fenster wird ein bisschen auf. Und dann bin ich mal leise, um aufzulabern. Wird jetzt auf jeden Fall eine Location sein, die eigentlich auch nicht geräumt wird, genau wie diese, was hier definitiv einfach nicht der Fall war, schon schade ist, aber gut, wir schauen mal, was da abgeht. Also parken muss er noch mal lernen, ne? Ein kleines bisschen nach rechts muss er noch. Ja. Wie findest du eigentlich, dass du gerade deine Geschwister kennengelernt hast? Boah, der eine hat mir so mein Ohr weggeknallt, ich mache mir das Fenster leicht auf für frische Luft. Ja? Da kommt so eine 36 mit Rally Lights vorbei gefahren. Ich grüße ihn so, er grüßt mich zurück, gib kurz Gas, aber knallt. Ich dachte, mein Reifen ist geplatzt, ich dachte, mein Motor ist hochgeflogen oder so. Alles aber ich nicht, dass er so fährt. Erschrocken. Und dann habe ich gecheckt, Alter, der hat einfach ein Turbo drin. Ja. Und einen geisteskranken Knall rausgehauen. Oh. Aber das ist gut, glaube ich. Schöner kleiner winterlicher Spaziergang hier. Das ist übrigens eine Holzbrücke, habe ich gerade gemerkt. Schon schön hier, oder? Also schon wirklich schön hier. Da hinten sah der Schnee gerade eben so geil tief aus. Deswegen wollte ich da einmal kurz PPUV filmen. Ach, ist das rutschig. Hilfe. Hilfe, ist das rutschig. Gott, oh Gott. Oh, und ich krieg nasse Socken. Ich saß euch jetzt an. Das ist schön. Oh, das sieht geil aus, ey. Das sieht richtig geil aus. And we are walking again. Oh, RS4, hallo. Schön, das Auto. Ich will hier die Go geben. Geht's noch weiter. So, hier ist jetzt unsere Straßenoption. Geparkt bis zum geht nicht mehr. Gucken, dass wir hier vernünftig vorbeikommen. Doch.
Na gut, das ist ein kleiner Flop. Sag ich euch, wie es ist. Wintersperre. Okay. Dann fahren wir mal ein gutes Stück rückwärts jetzt. Ich glaube leider auch tatsächlich, dass das unsere letzte Chance war hier. Nicht gut, aber it is what it is. Fertig für heute. Gucken, wo PPOV jetzt hinfährt. Keine Ahnung, wir fahren aber mal hinterher, I guess. Er ist schon wieder auf dem schnellen Zahn unterwegs, der Herr hier. PPOV. Ja. Sonst bist du Markenbotschafter für Louis Vuitton, heute für Givenchy. Ja. Givenchy. Ja. Gewinne. Du verpiesst dich jetzt schon? Guck bitte einmal kurz. Achso, ja. Ein Träumchen in Weiß. Ja. Und zwei Leute mit Schlitten. Ja, mit Schlitten, ja. Das sind bestimmt noch Neandertaler. Meinst du? Die hier irgendwo in der Höhle wohnen. Ah, ja. Das kann sein. Ja, ja ansonsten war es nicht ganz so wie geplant, ne? Leider heute nicht. Heute haben wir ein paar ganz geile Fotos. Ja, auf jeden Fall. Und einen geilen Drohnenshot vielleicht. Das ist cool. Ja? Ja. Beste Idee war das? Deine natürlich. Ja, ich wollte es nur mal hören. Ja, ist auch gut. Ja, Jungs, dann mach ich mal Feierabend, wa? Ja, wir sehen uns. Ja. Mal vorsichtig. Lustig ist, wir filmen das jetzt, dass er wegfährt, obwohl wir gleich auch wegfahren. Boah. Ey! Von hinten finde ich ihn mittlerweile echt gut, muss ich sagen. Licht ist gut. Ja. Ah, dahin rollt er. Tschüss, PPOV. So, wir beide. Wir düsen zu. Mechaniker. Ja, gut, willst du? Am besten fährst du vor wegen Pace. Ja, okay. So, und wir haben es zu Dennis zurück geschafft, der gerade irgendein Kfz umparkt. Denn der BMW, soweit ich weiß, kriegt eine neue Klatsch, also Kupplung. Und irgendwas anderes noch. Dass ein paar Sachen hier mal repariert werden, dass alles mal nach vorne geht. Schön am Putzen, der feine Herr hier hinten. Oh. Das war's wohl. Tschüss, Dennis. Die haben alles geräumt auf der Mautstraße. Echt? Ja. Nichts frei. Nothing at all. Ich guck mal an der Kamera. Beide hier. Und drückst du weg? Tschüss, Dennis. Ciao, ciao. So, mein Lieben. Es ist schon wieder viel zu schnell dunkel geworden. Danke, dass ihr bei unserer so krass erfolgreichen Tour heute mit am Start wart. Aber es sind ja nur die Anfänge vom Schnee. Bald ist mehr, könnt ihr euch drauf freuen. Wird richtig geil. Dieses Jahr habe ich echt Bock auf Schnee. Und vielleicht kommen ja auch noch ein paar Autos dazu, die gut sind für den Schnee. Man weiß es nicht. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Denkt dran zu liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.